Ey, Daniel, jetzt lass es endlich mal. Mann, du Affe, hör auf jetzt endlich. Lass mal mit der Show anfangen. Mann, immer nur Amateure hier. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ja. Aber bei dem bisschen Musik kriege ich immer noch trotzdem Gänsehaut. Ja, aber ich weiß es nicht. Ist das jetzt fies oder ist das nett gemeint? Was denn? Naja, ich meine, es ist jetzt nun, ne? Also ja, die Titanic ist nun mal gegen einen Eisberg gefahren. Ja, aber es ist jetzt nun mal Fakt, dass der Mann, der die Musik geschrieben hat, gerade beim Flugzeugabsturz. Ach so, deswegen. Ja, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Versuchen wir doch mal, die Sendung etwas freundlicher zu gestalten und mit einem fröhlichen Einstieg hier reinzustarten. Und zwar, hiermit geht's los. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kino Plus. Liebe Damen und Herren, wenn Sie diesen jungen Mann hier gesehen haben, ja, sachdienliche Hinweise bitte an kinoplus@rocketbeans.de oder kontakt@rocketbeans.de. Er ist vermisst, wir wissen nicht, wo er ist. Der letzte bekannte Aufenthaltsort war irgendwo im Himalaya, als er versucht hat, beim Dalai Lama irgendwie das Laken auszubringen. Mehr habe ich nicht bekommen. Das sind die Informationen, die wir haben. Stattdessen ist heute Dennis mal kurz bei uns zu Gast, beziehungsweise mal gucken, wie lange du bleibst. Ne? Ja. Also du entscheidest frei Schnauze. Ja. Ja, wir haben nicht so viele Filmstarts heute. Wir haben ein paar News heute, bei denen Dennis vor allem schlagkräftig unterstützen kann. Und wir wollen im zweiten Teil neben einem kleinen Gewinnspiel auch mal ein bisschen über die neuen oder über ein paar Serientipps geben. Wir haben so eine Art Serienkarussell, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, es wird immer wieder gefragt, dass wir oder gesagt, dass wir immer mal wieder über Serien reden sollen. Genau, und heute machen wir mal die totale Berichterstattung in diesem Fall, in dem dann quasi ein paar Redaktionsmitglieder hier reinkommen und ihre ja, Serientipps, ihre Serienlieblinge oder keine Ahnung, irgendwas zum Thema Serien irgendwie präsentieren. Ich gebe ihnen 5 Minuten Zeit, um mich von einer Serie zu überzeugen oder beziehungsweise euch von einer Serie zu überzeugen. Und darüber hinaus babbeln wir noch ein bisschen, was daherkommt. Vor allem mit Dennis muss ich über eine bestimmte Serie noch reden, das machen wir auch gleich. Aber natürlich muss ich als allererstes fragen, Dennis, du warst schon so lange nicht mehr hier, dementsprechend gebührt dir quasi die Ehre. Was hast du als letztes gesehen? Ui, was ich als letztes gesehen habe, da muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, es war tatsächlich Mad Max Fury Road, glaube ich. Das ist dann aber lang her, oder? Ich überlege gerade. So ne, ich habe den nicht gleich zum Kinostart gesehen, sondern irgendwie ein paar Wochen danach. Aber was habe ich denn? Ich habe letztens irgendwas noch wieder geguckt, was ich schon seit längerem nicht mehr gesehen habe. Mir fällt es jetzt aber gerade echt nicht ein. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich habe tatsächlich viel Serien geguckt in letzter Zeit. Na, wie passend, dass du heute hier bist. Okay, aber was ist denn die letzte Serie, die du geguckt hast? Ja, True Detective, die erste Folge mit okay, dir zusammen. Okay, da reden wir auch später drüber. Da haben wir noch. Ich spiele nicht an meiner Antenne rum. Das würde ich live mir niemals erlauben. Oder beziehungsweise on tape. Und Orange is the New Black habe ich halt schon durchgeschaut, die neue Staffel. Durchgeschaut? Ja. Durchgeschaut? Ja. Da muss ich mich auch, ich muss mich entschuldigen. Ich muss es tatsächlich machen bei Natalie. Denn Natalie und ich haben die ersten beiden Staffeln immer zusammengeguckt und wir haben die dritte zusammen angefangen und ich habe gesagt, weh, du fängst ohne mich an. Dann haben wir 4 Folgen geguckt, dann haben wir uns eine Woche nicht gesehen und dann habe ich einfach die restlichen 7 Folgen alleine am Stück an einem Sonntag durchgeguckt, weil die Serie so gut war, aber es tut mir wirklich leid. Tja. Ich gucke die auch ruhig nochmal. Und so gehen Beziehungen meistens in die Brüche. Ja, das ist der Anfang vom Ende. Lass dir gesagt sein, Natalie, ja, wehre den Anfängen und so. Wir sind aber nicht in einer Beziehung, egal was der Schrock gerade hier für Gerüchte streut. Ach, ich streue doch keine Gerüchte. Ja, gut. Nein. Apropos, ich bekomme gerade rein, letzter bekannte Aufenthaltsort des Etienne Gardet, ja, ist dann doch in Japan. Er soll ein Atomkraftwerk irgendwie manipuliert haben. Haben wir eigentlich auch schon so mit, wir sollten eigentlich mal im Shop anbieten, Milchtüten mit diesem Gesicht drauf. Ja. Have you seen this person? Ja, have you seen this person? Also, für sachdienliche Hinweise, ne, ihr wisst Bescheid, schickt alles ein, wo könnte sich Etienne an den aufhalten, wenn ihr ihn gesehen, wenn ihr ihn gehört oder wenn ihr auch nur gerochen habt, ja, gebt uns einen Hinweis.
Wir sind dankbar für jede kleine Hilfe, die uns diesen netten jungen Mann wieder auf die Couch bringt. Angeblich kann man ihn sehr gut mit Bockwürstchen locken, habe ich mal. Ja, ja, also falls ihr irgendwie ein Glas Bockwürstchen zu Hause habt, einfach mal in den Wind halten. Offen vor die Tür stellen. Und, vielleicht nach so ein paar Minuten kratzt es bei euch irgendwie an der Veranda. Kann sein. Ich habe doch solchen Hunger. Ja, ich bin gerade durch den Himalaya gelaufen. So, dann kommen wir nochmal zu den Kinostarts. Es ist heute leider eine nicht allzu prall gefüllte Sendung, sagen wir mal so, was die aktuellen News oder die aktuellen Themen angeht. Kinostarts, ja. Ich glaube, es waren alle Leute so weise und so clever und haben sich gedacht, nach Jurassic World machen wir erstmal Suche. Ach. Ja, wegen dem komischen Gummi da oben. Das immer, weißt du? So. Jetzt die Antenne weg. Ich kann mich jetzt kaum noch bewegen. So. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ja. Es kommt momentan, oder diese Woche kommt nicht so wirklich viel raus. Der Einzige, der sich was traut, ist auch gleichzeitig der Verleih, der gerade den erfolgreichsten Film aller Zeiten, naja, nee, das will ich jetzt nicht sagen, aber der den schnell einspielendsten, was sagt man dazu? Ja, in kürzester Zeit am meisten verdient hat. Ja, ja. Oder eingespielt hat. Ne? Ja, also, Jurassic World hat... Die kratzen jetzt schon eine Milliarde. Die haben verbrannte Erde hinterlassen auf jeden Fall. Ja. Aber der einzige Verleih, der sich traut, da nochmal irgendwie einen namhaften Titel rauszubringen, ist dann wirklich der einzige Verleih, ist dann wirklich der Verleih, der halt auch Jurassic World rausgebracht hat. Das ist nämlich Universal. Und zuvor gibt's aber noch, ja, also für die Leute, die vielleicht auf so gesetzte Schauspieler stehen und dann auch sich so eher im Dramafach zu Hause fühlen, da gibt's heute einen Film, oder der läuft heute an, der heißt Die Liebe seines Lebens, The Railway Man. Da geht es um Colin Firth, der spielt einen leidenschaftlichen Eisenbahnliebhaber. Also der findet alles an Eisenbahnen richtig cool, der kennt Fahrpläne auswendig und so weiter und so fort. Und der lernt im Zug eines Tages hier Nicole Kidman, eine Ex-Krankenschwester, kennen. Die beiden verlieben sich, sie findet es auch voll cool und ist fasziniert von seinem Wissen über Eisenbahnen. Gut, wenn man so sagen kann. Und heiraten dann. Aber schon bald muss sie feststellen, dass ihr Ehemann doch ein gewisses Traumata mit sich rumschleppt, denn er war in japanischer Kriegsgefangenschaft und wurde dort von einem Aufseher wohl auch ziemlich hart rangenommen. Und das schleppt er jetzt quasi seit Jahren immer noch mit sich rum. Und sie, und es geht wohl darum, dass sie ihn dazu überredet, sich seinem Peiniger zu stellen. Also sich mit seinem Trauma auseinanderzusetzen, nach Japan zu fahren und dort quasi den Wärter da irgendwie zu finden und sich mit ihm, ja, auszusöhnen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall halt ihn zu konfrontieren. Und darum geht es im Großen und Ganzen. Der Film hat ein nicht ganz so hohes Budget gehabt von 26 Millionen Dollar. Deswegen wird man auch nicht so die großen Schauwerte da irgendwie sehen. Ich weiß gar nicht. Nicole Kidman hat irgendwie auch jemanden ersetzt in letzter Minute. Ich glaube, René Zellweger oder so. Die sollte eigentlich die Hauptrolle oder beziehungsweise die Dame an Colin Firths Seite spielen, aber dann kam dann Nicole Kidman. Ich meine, ich weiß nicht, ob es René Zellweger war. Hat die schon immer so blaue Augen gehabt? Nicole Kidman, in dem Trailer war das gerade sehr prominent. Ja, aber es kann ja auch dann... Der hatte allerdings auch der Trailer, vielleicht liegt es aber auch im Fernsehen, fand ich eine sehr hohe Sättigung. Ja. Sehr, sehr knallige Farben. Also ist halt, wie gesagt, so ein handfestes Drama, sage ich jetzt mal, mit ein paar exotischen Schauplätzen. Vor allem halt Nicole Kidman und Colin Firth sollen da wohl die Ansicht wert sein. Alles andere, Nebendarsteller und so weiter, also die Randfiguren haben nicht die große Bedeutung oder Persönlichkeit oder dienen halt meistens nur als vielleicht gerade nochmal neuen Schwunggeber für die Handlung und so. Aber ja. Mir fällt jetzt übrigens ein, was ich für den letzten Film gesehen habe, der eventuell einfach mal erwähnenswert wäre. Ich glaube, nee, nicht Joe. Was ist Joe? Mit Nicolas Cage? Ja. Hast du gesehen? Ja. Ich habe ihn leider immer noch nicht gesehen. Und ist gut, ja? Hallo. Was denn jetzt schon wieder? Was ist denn? Herr Budimann wollte lustig sein. Hallo, Herr Budimann. Ist ihm gelungen. Ja, ja. Ja, Herr Budimann, haben Sie einen Serientipp hier zufällig übers Mikrofon? Herr Budimann ist schon ganz schnell weggelaufen. Na, kommt bestimmt gleich winkt er wieder. Ich habe die Frage verstanden. Haben Sie einen Serientipp? Einen Serientipp? Ja. Es gibt so eine geile Serie, die findet auf so einer komischen Insel statt. Lost heißt die. Echt?
Erzähl mir mehr. Von gehört. Warte, ich stell die. Nee, ich kann die Uhr nicht einstellen. Nö, tatsächlich nicht. Hab ich nicht. Leider nicht. Nicht mal anime-mäßig. Auch nicht anime-mäßig. Ich bin gerade leider sehr wenig unterwegs in Richtung Serien und Filme. Ich habe all die geilen Serien nicht gesehen. Ich habe selbst Game of Thrones bin ich bei der Ende Staffel 2 erst. Traurig, ne? Das ist ja echt hart. Also du hast mein vollstes Mitgefühl. Ja, aber Attack on Titan kann ich nur sagen, da habe ich jetzt vor 2 Tagen kam der neue Film-Trailer raus. Habt ihr den gesehen? Mhm. Attack on Titan. Schon wieder ein neuer Trailer. Shingeki no Kyojin. Ja, aber dieses Mal siehst du halt auch wirklich mehr. Also es gab so einen Teaser-Trailer und jetzt kam ein richtigen Film-Trailer raus und der sieht schon echt deftig aus. Ja. Wie fandest du es denn bisher so? Was so dein Eindruck von dem Trailer als außer sich? Man sieht auf jeden Fall, dass es einfach richtig wertig produziert ist. Ich bin sehr gespannt, weil natürlich wollen sie in dem Trailer auch nicht zu viel verraten. Liebesgeschichte steht wieder im Vordergrund, das siehst du jetzt schon. Was ich schon wieder störend finde, weil die Liebesgeschichte, das fand ich eigentlich gerade so besonders in dem Anime. Gab's eben nicht. Exakt, und wenn nur so ganz leicht im Hintergrund, aber ja, oder beziehungsweise die Gefahr war einfach immer viel wichtiger und viel stressiger. Und dann im Trailer siehst du halt dann schon mal so diese klassischen Bilder aus Lomo und ein Pärchen umarmt sich und das ist halt so, das weckt bei mir eher, naja, Misstrauen ist zu krass gesagt, aber ich denke mir, ob das notwendig ist. Also die könnten jetzt auch wirklich durchziehen und das wirklich düster machen, so wie tatsächlich der Anime auch jetzt in der ersten Staffel war. Was ich ja geil fand, war, dass sie unter anderem auf nicht auf digitale Riesen gesetzt haben, sondern so Puppen. Da gibt es so eine 5-Meter-Puppe von dem einen großen, fleischigen Riesen. Wo halt jemand drinsteckt, beziehungsweise wo Leute halt mit Stelzen und so weiter das Ding bewegen und animieren. Ja, klar, da kommen dann noch digitale Qualm und Filter und was weiß ich drauf so, aber ich fand es trotzdem gut, dass die halt solche Hilfsmittel zurate ziehen. Ja, mal gucken. Ich mach noch so zwischen. Ja. Tschüss. Daniel, das war Daniel Buhlmann, meine Damen und Herren. Hat keinen Serientipp, aber freut sich auf Attack on Titan, die Realverfilmung. Ja, er hat schon recht. Ich finde, alles, was so aus Japan kommt, an Spielfilmen, gerade auch an Anime-Verfilmungen, habe ich das Gefühl, die werden immer wertiger. Die kriegen immer mehr ich will jetzt nicht sagen einen westlichen Stil, aber sie gewinnen an Qualität in gewisser Weise. Ja, und das trifft sich gut, weil das, also beziehungsweise da kommen wir dann später auch nochmal zu sprechen drauf, für unser Gewinnspiel, weil das betrifft genau diese Sache. Also eine japanische Real-Comic-Verfilmung, die wir hier nachher verlosen werden. So, jetzt kommen die hier schon wieder reinmarschiert. Ah, ich habe gehört, wir haben heute hohen Besuch, ne? Ja. Gut. Hallo. Hallo N24. Und Welt. Hallo. Ich lese die Welt kompakt übrigens, finde ich gut. Sehr gut. Als App oder? Nee, als haptische Zeitung. Ich finde, Tageszeitungen sollten trotzdem noch in... Ein Verfechter von Schrift und Papier. Gut. Ja, wunderbar. Ich bin nämlich auch ein alter Printler und dementsprechend schlägt mein Herz immer wieder für Gedrucktes. Apropos Serien. Stimmt. Herr N24, Mann. Serientipp. Serientipp? Boah, ich bin da ganz schlecht drin. Ich bin so wie Budi. Ich wollte auch keine Serientipp. Was hast du als letztes gesehen? Arrested Development. Arrested Development hat der Mann von N24 und Welt gesehen. Seht ihr? Also die sind nicht ganz verknöchert und haben auch sind für guten Humor und dementsprechend gucken sie sich auch sehr gute Serien an. Arrested Development. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, dann müsstet ihr auf jeden Fall mal gucken. Ich habe witzig. 2, 3 Staffeln gesehen. Die letzte, die kam exklusiv für Netflix raus. Kann es sein? Kennt ihr euch da aus? Die Neuauflage. Die Neuauflage, ja. Ja, ich kenne nur die ersten 3 und die fand ich großartig. Soweit dazu. Ja. So, machen wir weiter mit dem aktuellen Kinoprogramm, denn heute kommt eine Komödie ins Kino. Ja, wenn ihr den ersten Teil gemocht habt, dann werdet ihr euch den zweiten Teil auch reinziehen. Heute kommt von Seth MacFarlane Ted 2 ins Kino. Ja. Mochtest du den ersten Teil? Nee. Nein? Nee. Echt nicht? Gar nicht? Ich kann mit dem Humor von MacFarlane nichts anfangen. Okay. Na ja, gut. Und ich fand das einfach zu, dass der Teddy war einfach zu platt in seinen... In dem Stereotyp, in dem er drin war, des ewig jung gebliebenen Kiffenden. Ich meine, wenn man Nerd ist und vielleicht schon ein bisschen über 30 und sich mit der ganzen Geschichte so... Ich finde die, und jetzt klaue ich dir das Wort, die Prämisse, finde ich... wo ist die Kasse? Wir haben die Kasse nicht hier. Deswegen habe ich sie nur gemacht, Dennis, weil ich also kein Bargeld dabei. 1 Euro wird aufgeschrieben. Ich finde es ja ganz witzig, dass man so einen Bärenfreund für sein Leben hat, aber das war dann einfach auch zu platt, zum großen Teil. Naja,
gut, das ist halt McFarlane Humor, ne? Der tendiert halt. Deswegen sage ich ja, ich mag den Humor nicht. Vielleicht wäre es auf einer anderen. Von einem anderen. Ich kann dir mal kurz erklären, worum es geht. Es spielt ein paar Jahre nach dem ersten Teil. Mark Wahlberg hat sich inzwischen von seiner Mila Kunis-Dame scheiden lassen. Und Ted heiratet seine Tammy Lynn. Das Problem ist, Ted hat keinen Penis. Und deswegen kann Ted keine Kinder zeugen, was der einzige Grund ist, quasi diese, um die Ehe zu retten, beziehungsweise die einzige Lösung ist, um die Ehe von Tammy Lynn und Ted zu retten. Aber ja, sie können keine Kinder kriegen, also versuchen sie ein Kind zu adoptieren. Und dabei wird festgestellt, okay, Ted ist ja eigentlich kein Mensch. Also er ist eigentlich keine Persönlichkeit, er kann keine Kinder adoptieren. Aber wenn er keine Persönlichkeit ist, dann muss er eine Sache sein. Und wenn er eine Sache ist, dann werden alle seine Rechte quasi aberkannt. Also er kriegt keinen Job, er darf die Ehe, die wird annulliert und so weiter und so fort. Und jetzt geht es halt quasi darum, dass Ted vor Gericht für seine Menschlichkeit kämpft. Und dementsprechend engagieren Ted und Mark Wahlberg Amanda Seyfried als junge Anwältin, die auch gerne mal zu Bon greift. Aber sich überhaupt nicht im popkulturellen Universum auskennt. Also sie weiß weder, wer Samuel L. Jackson ist, denn sie heißt Samuel L. Jackson oder Sam L. Jackson in dem Film. Sie weiß auch nicht, wer Gollum ist und wird halt des Öfteren als Gollum bezeichnet und kennt sich halt, wie gesagt, überhaupt nicht aus. Ja, und daraus entsteht halt so typischer Seth MacFarlane-Humor, der mal derb ist, mal irgendwie ein bisschen plump, mal verkifft, mal ganz charmant, mal wirklich witzig und dann aber auch wieder so repetitiv. Also unbedingt, also vor allem geht es halt die ganze Zeit immer wieder, wenn sie ins Internet gehen, darum, dass egal welche Suchanfrage sie eingeben, sie irgendwie auf einer Seite mit schwarzen Schwänzen landen. Also, do you want to see black cocks? Ist so ein Standardspruch von diesem, von dieser Komödie. Und ich muss sagen, ich habe den gestern gesehen, ich fand den okay, aber ich muss sagen, der war sehr lang für das, was er eigentlich erzählen will. Und dementsprechend ist die Gagdichte halt auch nicht mehr so hoch. Hm. Ja, weil die Gags halt irgendwie dann doch mal mehrere Minuten Zwischenraum haben und naja, der dann halt nicht unbedingt lustig ist. Schafft er es denn wenigstens auf dieser Suche nach Menschlichkeit irgendwie da sowas wie eine Metaebene reinzubekommen, zum Vergleich vielleicht gleichgeschlechtliche Ehen, alle Rechte da? Ja, also Ted bezeichnet sich irgendwie, und das ist jetzt O-Ton, ja, also was ich jetzt wiedergebe, Ted bezeichnet sich als Streiter für die Menschlichkeit und für die Schwuchteln. Ja, also solche Dinge kommen da auch rein, aber die werden irgendwie, weiß ich nicht, also die hätte man, meiner Meinung nach, hätte man die ein bisschen herzlicher. Also zum Beispiel Chuck and Larry, ja? Ja, mit Adam Sandler und Kevin James, kein großer Film, aber ich muss sagen, das Plädoyer, was die da quasi für gleichgeschlechtliche Ehe gemacht haben, das fand ich irgendwo ganz charmant und es hätte auch weitaus plumper und schlimmer und platter sein können, als es in dem Film zu sehen war. Hier, und es war halt, es hatte irgendwie einen gewissen Charme, es hatte einen gewissen, ja, das Herz am richtigen Fleck, wie man so schön sagt. Aber da, bei Ted, ja, das, ich merke, was er sagen will und ich finde es auch okay, aber es geht jetzt halt nicht wirklich ans Herz. Okay. Also, wenn ich jetzt mal vergleiche, ich habe ja am Montag den neuen Pixar-Film gesehen, da habe ich Rotzen Wasser geheult und bei Ted... Ist das dieser Feelings oder? Dieses Inside Out, Inside, ja. Also, okay. Beziehungsweise Alles steht Kopf, heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Und der war wieder, was das Herz angeht und was die Gefühle angeht und wie charmant das alles war und wie wirklich mitreißend, das war wieder ein Musterbeispiel für Pixar. Hier Ted, ja, er versucht zwar hier und da mal so auch die Gefühlsdrüsen zu kitzeln, aber... Ist eher zu plump, meinst du? Ist eher zu plump. Und was ich halt ziemlich schade finde, ist, bei Seth MacFarlane, er erklärt mittlerweile seine eigenen Gags ziemlich oft und ziemlich explizit, wo ich mich halt frage, okay, machst du das, weil du denkst, es ist witzig, ja, oder machst du das, weil du wirklich Angst hast, dass der Gag einfach nicht verstanden wird, so, ja, und weiß ich nicht, also das hat er früher auch anders gehandhabt. Wenn man sich Family Guy anguckt, wenn man sich American Dad anguckt, da sind so viele Gags, die da im Sekundentakt abgefeuert werden und da kommt auch keiner und erklärt es. Es gibt so eine Szene bei Ted, die ist ganz am Anfang, da schreit er sich mit seinem Nachbarn an, so halt's Maul, was willst du, komm hoch, ich reiß den Arsch auf, und so, komm doch runter, ich reiß den Arsch auf und dann kommt irgendwann links, kommt eine Italienerin aus ihrem Fenster und fängt halt auch an zu plärren. Ja, dann plärren sie halt beide auf die, ja, so von wegen, wir haben erstmal unsere Sprache und was weiß ich. Und dann ist die Alte weg und dann so sagt der Nachbar zu Ted, ja, ey, sorry, tut mir leid, wollte ich nicht. Und Ted sagt halt so, ja, alles klar, ich schätze, sie ist jetzt unser Feind. Wo ich mir denke, ey, warum? Warum machst du das? Das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Also, ich verstehe es halt dann, ich verstehe diesen Humor nicht. Aber, ey, da kommen richtig viele geile Nerd-Anspielungen. Es gibt einen geilen Gag mit Jay Leno, es findet irgendwann mal auf der Comic-Con statt. Es gibt schöne Cameos. Es gibt eine super lustige Referenz zu Jurassic Park. Da musste ich wirklich lachen.
Und ansonsten, ja, ey, wer Bock auf McFarlane-Humor hat und auch mit dem ersten Teil was anfangen konnte, ich kann so viel sagen, er ist wirklich, wirklich deutlich besser als One Million Gags to Die in the West. Oder nee, Ways to Die in the West. Der Film, an den sich niemand mehr erinnert. Ja, da hat er dann doch wieder ein bisschen mehr. Und was ich halt bei McFarlane mag, ist halt so dieses romantisierende alte Fernsehtradition. Weißt du, wenn du irgendwie so nochmal die Chance hast, du machst so eine Gala-Revue-Tanznummer, dann macht er das halt auch. Ja. Ja, und das finde ich immer ganz charmant bei ihm, aber ansonsten, ja. Also, ist okay, aber mehr auch nicht. Wird an mir vorbeigehen, der Film. Ja. So, und dann der dritte Film und meine persönliche Empfehlung ist ein ziemlich kleiner Film. Der wird wahrscheinlich auch nicht in vielen Kinos laufen. Der heißt Underdog. Das ist ein ungarischer Film von einem auch ungarischen Regisseur, soweit ich weiß. Und es geht, ja, um was geht's? Es geht um einen Hund namens Hagen, der landet aufgrund der Situation seiner Familie quasi, landet der im Tierasyl. Und das Problem ist, dass die Ungarn jetzt wohl eine Regelung getroffen haben, dass sämtliche streunenden Hunde quasi gefangen und dann halt auch umgebracht werden sollen. Und Hagen schafft es halt, also man muss sagen, Hagen ist der Hund eines Scheidungskindes und die ist gerade bei ihrem Vater und der hatte überhaupt keinen Bock auf Hagen und dementsprechend setzt er den auch irgendwann aus, also landet Hagen auf der Straße, freundet sich mit so ein paar streunenden Hunden an und kommt dann halt in Gefangenschaft und da proben die halt dann den Aufstand. Das ist quasi so Planet der Affen mit Hunden, aber halt nicht wirklich Spektakel oder so, sondern eher, ja, es ist so eine Art Gleichnis zu der ungarischen politischen Situation. Und was das Herausragende an diesem Film ist, es wird echt wirklich fast nur mit echten Hunden gearbeitet. Also es wurden keine CGI-Hunde da irgendwie in Szene gesetzt oder so, oder die da irgendwelche Aktionen machen, sondern es sind alles echte Hunde. Und es gibt ein paar richtig schöne Momente, unter anderem, wenn die Viecher halt dann komplett Amok laufen und durch die Straßen rennen und die Leute vor denen wegrennen und so. Das war schon ziemlich cool anzuschauen. Gegen Ende wird der Film so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen surreal, aber schon so ein bisschen irgendwo auf einer fantastischen Ebene, wo er dann quasi einfach wirklich nur noch als Gleichnis steht und nicht mehr als wirklich eigene Geschichte. Das muss man vielleicht irgendwie akzeptieren, aber ich fand das jetzt nicht schlimm. Und ich fand, wie gesagt, die Bilder fand ich geil. Ich fand richtig cool, wie sie die Tiere abdressiert haben und dann quasi da agieren lassen. Und ja, also ich finde es auch gut, dass man versucht mit so einer, ja, fast schon Genre-Geschichte halt ein bisschen so auf die politischen Zustände in dem Land irgendwie hinzuweisen. Also, wer Interesse dran hat und auch sich mal ein bisschen auf Experimente einlassen möchte, der Film ist jetzt nicht allzu deep, ja, will ich jetzt gar nicht behaupten, oder manchmal ist es auch ein bisschen sehr offensichtlich, was er da aussagen will, aber ich fand's cool. Also wirklich. Ich mag Hunde. Cool. Hundefilme gucke ich mir mal an. Hundefilme guckt er sich gerne an. Was ist dein Lieblingshundefilm? Nicht Hachiko, sondern ich verwechsel den immer. Es gibt so einen japanischen Film über einen blinden Hund. Über einen alten blinden Japaner, der sehr mürrisch ist und der dann einen Hund bekommt und der den dann auch erst abschiebt und sich dann mit dem anfreundet. Da fällt mir der Name jetzt aber tatsächlich nicht ein. Wenn wir jetzt Internet hätten, könnten wir da reingucken. Schade. Wir leben aber leider 1990. Budi, guckst du auf deinem Telefon? Ja, okay. Budi guckt auf der Stelle. Ja, das waren die Kinostarts für diese Woche. Es gibt noch so ein paar andere Sachen. Es gibt noch unter anderem ein Animationsmusical, aber zu dem habe ich überhaupt keine Ahnung. Also wirklich. Ein Animationsmusical? Ja, ja, das ist also ein Animationsfilm, in dem gesungen wird. Ja, ich meine, Animationsmusical. Weiß ich nicht, aber es wurde schon als Musical deklariert. Nur dazu habe ich überhaupt keine Ahnung. Also ich habe nichts erfahren. Ich weiß noch nicht mal, ob der wirklich heute startet. Aber diese drei Filme kann ich auf jeden Fall für diese Woche empfehlen. So. So viel. Hä? Quill? Ich glaube nicht. Quill? Ich such's nochmal raus und reich's auf jeden Fall nach, weil den. Was ist denn dein Lieblingshundefilm, Budi? Oder Tierfilm? Oh, schwierig. Er sagt schwierig. Die Geschichte eines gescheiterten Wahns. Mit dem Zusatz von Nils Bohoff. Free Willy habe ich damals beim ersten nicht geweint. Ja. Er hat bei Free Willy geweint. Ja. Es gibt einen schönen Film, der hat überhaupt nichts mit Free Willy zu tun. Da geht es um zwei Psychokiller, die einfach irgendwie in so ein Haus einbrechen und eine Familie von Kannibalen kidnappen. Und da sagt einer von diesen beiden Kidnappern, der sagt, von diesen Psychokillern, sagt halt, weißt du, was die besten Momente in Free Willy sind?
die, in denen Michael Madsen genüsslich eine Zigarette raucht. Der spielt den Familienvater, glaube ich, von dem Sohn. Ne? Ja, so viel dazu. Ich glaube, der Film heißt Killers von Mike Mendez, ist aber auch nicht so wirklich geil. Ja, dann. Ja, Comic, komm. Machen wir mit den News weiter. Bitte, einmal abfahren. Macht's gut. Danke. Haul it man, haul it man. Does whatever a spider can. Tom Holland ist der neue Spider-Man. Kubrick comes back. Sein Drehbuch The Downslope wird von Mark Foster verfilmt. His songs will go on. James Horner stirbt bei einem Flugzeugunglück. Im Sack. Amazon sichert sich den ersten Spielfilmdeal. Die Ampel steht auf Doppelgrün. Zwei leuchten im Reboot von Green Lantern. Ja, mit der Ampel Doppelgrün war schon gut. War schon witzig. Ja, ey, aber ich habe echt gedacht, ich falle vom Glauben ab, als ich diese Nachricht gelesen habe. Also, hast du da mehr gehört zu? Oder beziehungsweise weißt du da mehr zu? Aber es sieht wohl so aus, Green Lantern nach dem desaströsen, ja. War es ein Desaster? Ja, es war ein Desaster. Also, ich muss mal sagen, so also rein filmisch gesehen, ich wollte tatsächlich letztens irgendwann, wo mir langweilig war, dachte ich, oh, guck sie nochmal an. Ryan Reynolds, finde ich ja eigentlich ganz witzig als Schauspieler. Und vielleicht ist der Film mit seinen Effekten und wenn er ins All fliegt, ist eigentlich ganz cool. So diese Oath finde ich eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Und dann gucke ich den und denke so, Alter, das ist ja nur Grütze. Also das ist ja von den alleine diese scheiß CGI-Maske, die so CGI? Schlecht ja. aussieht. Und da muss ich auch mal sagen, ich habe den im Kino nicht gesehen, obwohl ich eigentlich wirklich dachte, Martin Campbell, ja, der Regisseur von Casino Royale unter anderem, der könnte vielleicht aus dieser Figur einen coolen Film machen. Oder ich glaube, das Skript war einfach nur scheiße. Könnte die diese Figur, sag ich mal, auf das aktuelle Niveau und Level der Superheldenfilme so heben? Und dann siehst du diesen Film. Und ich habe ihn auf Blu-ray gesehen. Und ich muss auch sagen, die Blu-ray war teilweise nicht gut. Da war wirklich komplett alles, was so mit CGI war, gerade in seinem Gesicht und oder beziehungsweise dieser Übergang von seiner CGI-Maske ins Gesicht, da ist teilweise so ein Bildrauschen dann irgendwie auf seinem Gesicht gewesen, was bei so einer, sag ich mal, hohen Produktion und auch bei dem Label, auf der die das Ding irgendwie rausgebracht hat, normalerweise nicht üblich ist. Ja, also da habe ich mich schon schwer gewundert, wie man so ein grisseliges oder wie so ein unruhiges Bild, wie man das da irgendwie präsentieren kann. Ja, und dann kommt hinzu natürlich dieser unsägliche Film. Ja, ich meine, ich fand es am allerschlimmsten, dass der Endgegner eine gelbe Wolke ist. So, also es ist. Die haben auch einfach viel liegen lassen. Ich meine, so ein Mark Strong, Alter, den hätte ich gerne als Bösewicht später nochmal gesehen, als in Sinestro. Aber da war halt einfach so viel Quatsch dabei. Und ich meine, gut, wenn man sich überlegt, die Fähigkeit an sich ist ja auch, ob man das nun mag oder nicht, bleibt halt viel der Fantasie überlassen, was er da macht. Ob da nun so ein Matchbox-Auto praktisch als Waffe eingesetzt wird, so in Gedanken, ist passiert ja auch im Comic und in den Animationsfilmen. Aber irgendwie da hat das... Da kann man sich doch Besseres ausdenken. Das Ding ist, ich finde, es war ja eigentlich immer das Gleiche, was du auch im Comic oder so, oder in dem Animationsfilm, wo das ja eigentlich immer noch irgendwo gepasst hat, gleich war. Aber sobald du es dann in einem realen Film siehst, fand ich es dann halt doch ein bisschen... Fand ich es mir denn mit so einem Minigun und so ein Jet. Ja, das war auch so umständlich alles gedacht. Also, jetzt kann man natürlich sagen, Hal Jordan ist vielleicht nicht die hellste Leuchte im wie heißt das, Core. Ja, aber wir wissen ja, er ist der Aufrichtige und keine Ahnung. Und er hat ist auf jeden Fall der Mann, der das anführen kann. Wie heißen die Lanterns? Heißen das Lantern Core. Core, ne? Ja, muss ich so. Aber. Die Sachen, die sich mit dieser Matchbox-Bahn, also ehrlich, umständlicher geht's doch nicht mehr, oder? Wobei, das hat er doch gemacht, um diesen Hubschrauber abzufahren, hat er das nicht irgendwie gemacht, um die G-Kräfte dann auszugleichen, damit er den Schwung rausnimmt? Da hätte er auch einen riesengroßen Baseball-Handschuh nehmen können oder so. Weißt du, was ich meine? Wir stecken da nicht drin in seinem Kopf. Naja. Und ja, es ist jetzt aber auch es gibt einen gewissen Abstand von jetzt oder beziehungsweise von dem bisherigen Film bis zu den nächsten oder bis zu dem nächsten Film. 2020 soll erst der nächste Green Lantern-Film kommen und er soll direkt zwei Lanterns beinhalten. Also zum einen Hal Jordan und zum anderen Jon Stewart. Den von der Daily Show. Nein, ja. Jon Stewart ist irgendwie, was weiß ich, welcher Ringträger ist das? Es gibt ja, glaube ich, jetzt sechs insgesamt, ne? Das weiß ich gar nicht. Ich bin bei DC ja nicht so, dass Jon Stewart nicht der Schwarze? Genau. Jon Stewart ist der Schwarze
Und der soll, oder beziehungsweise da ist wohl jetzt Tyrese Gibson im Gespräch. Aber Tyrese Gibson muss, wie so viele andere Menschen in Hollywood, erstmal Fast and the Furious 8 abdrehen und dann seht ihr weiter. Dasselbe Problem ist zum Beispiel auch bei The Rock. Dwayne Johnson, der jetzt irgendwie als Eier angekündigt hat, dass er Rampage verfilmen will. Ja, wirklich dieses uralte Videospiel Rampage. Und nicht das und kein Remake vom Uwe Boll-Film. Und kein Remake vom Uwe Boll-Film, der jetzt übrigens gerade auf Tele 5 so eine richtige Reihe hat, ne? Uwe Boll? Ja, es gibt Bollwerke. Also es gibt auf Tele 5 jetzt eine Reihe mit Bollwerken, wo jetzt, ich habe jetzt schon zweimal Rampage irgendwie ein bisschen mal reingeguckt. Boah, da stell dir mal sein Gesicht vor, wenn die sagen, und jetzt das Remake zum Uwe Boll-Film Rampage und das spielt Millionen ein. Und er wird einfach von der Brücke springen. Der wird einfach sagen, Alter, es reicht. Habe ich mal die Geschichte erzählt, wie ich bei der Presseverführung war, bei der auch Uwe Boll anwesend war, zu Rampage? Nee. Das war ein Doppelfeature. Da war Darfur, haben sie da gezeigt am Anfang, und dann Rampage. Und Uwe Boll war halt bei beiden Filmen zugegen. Das war hier in Hamburg. Und bei Rampage am Ende springt auf einmal Uwe Boll auf und fängt an zu palavern und zu schennen und zu schreien und zu fluchen. Was haben die mit meinem Film gemacht? Das kann nicht wahr sein. Und hat dann wirklich richtig den Hals geschoben. Warum? Weil halt der Verleih mal eben kurz hingegangen ist und hat das komplette Ende geändert von dem Film. Okay. Ja, also in Uwe Bolls Traum oder Version oder Director's Cut war ein komplett anderes Ende vorgesehen, was auch laut Uwe Boll wesentlich schwärzer und zynischer und was weiß ich war, ja, und kontroverse und egal. Ich fand es einfach nur lustig, weil der Mann sich halt wirklich so abgefuckt hat, ja, und sich so aufgeregt hat und wieder die Gelegenheit genutzt hat, vom Allerfeinsten da vom Leder zu ziehen, so. Aber das war erstaunlich, dass ein Regisseur seinen eigenen Film an der Pressevorführung in Hamburg zum ersten Mal zu Gesicht bekommt und dann feststellen muss, okay, sie haben mein Material irgendwie beschnitten oder verändert. Ich würde gerne mit dem Typen mal einen Abend verbringen, mal trinken, mal schnacken. So. Ich arbeite daran, dass er hierher kommt. Ich habe den für lange Zeit im Patsch gern für seinen Aussetzer jetzt bei YouTube. Da habe ich gedacht, ich zu emotionsgeladen, ey, ich hätte es vielleicht nicht gemacht. So, Aber gut, wir kennen ja Menschen, die hier öfter mal aus dem Bauch raussprechen. Ja. Und, ich meine, es gibt die Avantgarde. Das ist ja auch das, was Avantgarde ist, glaube ich, die Zeitschrift. Da gab es mal, das habe ich auf DVD noch, Home Story mit Uwe Boll, wo die ihn zu Hause besucht haben für anderthalb Stunden und dann ihn zu Filmen befragt haben. Und er hat ja einfach ein riesiges Filmwissen. Und das fängt nicht nur bei Hollywood an, sondern er kennt auch alles, was vorher in Italien lief, alles, was aus Europa kam. Das kennt er alles. So, ich würde dem definitiv nicht absprechen, dass er ein großes Filmwissen hat und dass er sich mit Filmen auskennt. Andere Frage ist natürlich, ob man dann Talent hat, Drehbücher zu schreiben und Filme zu produzieren. Naja, beziehungsweise, ich finde es ja immer, ich meine, das ist ja das Schöne, du kannst natürlich viel kennen, aber du kannst halt natürlich eine ganz andere Auffassung von Filmen vertreten. Ich meine, guck dir mal die ganzen Italiener an, wie Bava, Brava und wie Argento und wie Fulci und wie heißt der von, das muss ich Colin nachher fragen, der von... D'Amato wäre auch noch so ein Beispiel. Ich meine, D'Amato zum Beispiel, der macht ganz krasse Horrorfilme und dann macht er irgendwann nur noch Pornos. So. Ich kreide dem Mann nicht oder ich schreibe dem Mann nicht ab, dass der nicht irgendwie richtig Ahnung hat von Film machen. So, ja. Und der hat ein paar Filme geschaffen, die haben wirklich eingeschlagen. Damals A, was das Interesse angeht oder B, halt, was das, keine Ahnung, Ertragbare angeht. So, ja. Der hat ja wirklich auch Filme gemacht, die an die Dings gehen, an die Nieren. Oder Pasolini zum Beispiel, wenn man es jetzt mal ein bisschen hochwertiger betrachten möchte. So, ja. Aber trotzdem landen die halt, oder beziehungsweise, ich meine, wenn man sich bei Pasolini, 120 Tage von Sodom, wie geächtet dieser Film hierzulande in Deutschland war. Ja, mittlerweile gilt er ja schon so als kleines Kunstwerk. Wenn du den heute noch irgendwo vorführen würdest, würden viele auch sagen, genau, aber ich glaube, wenn du den Film nicht kennst und du hast auch keine Ahnung über das Umfeld und so weiter, würdest du halt denken, Alter, was ist das für ein Verbrechen, ja, was der da irgendwie auf die Menschheit los ist. Dementsprechend, ja. So. Aber ja, wenn er herkommt, ich freue mich darauf. Ich bin... Also ich habe Bock, wie gesagt, ich arbeite dran, es ist halt ein bisschen schwierig und also beziehungsweise es ist jetzt halt nicht so unbedingt die einfache... Nein, also... Der will schon, oder beziehungsweise es ist nicht so das Problem, ihn ranzukriegen. Problem ist halt, Termin zu finden. Das ist halt die Sache. So, ja. Das ist zu Green Lantern. Rampage nochmal kurz. Ja, also The Rock, Dwayne Johnson, möchte quasi Rampage verfilmen in ein Spiel, in dem es darum geht, dass eine Riesenechse, ein Riesengorilla und ein Riesenwerwolf, glaube ich. Genau, richtig. Ja, dass die quasi Häuser kaputt machen. Und sich gegenseitig auch noch ein bisschen. Witziges Spiel. Super Spiel. Ich liebe es auch. Ich hoffe,
Es wird hier demnächst mal in irgendeinem Retro-Club, bei Twitter hat es schon mal jemand gesprochen, vorgeschlagen, in irgendeinem Retro-Club rausgeholt. Ja, da wäre ich nämlich voll dabei. So. Dann. Ja, wir haben ja gesagt, Tyrese Gibson für John Stewart und Chris Pine angeblich. Chris Pine, ne? Als Green Lantern. Ja, ja, ich meine, geht jetzt wieder in die Richtung Ryan Reynolds-Typ, sage ich jetzt mal. Ja, aber muss auch. Blond, gut gebaut, halbwegs attraktiv für viele Menschen. Ja, mal abwarten. Die werden ja nicht drum rumkommen, den irgendwie in die Justice League oder zumindest in das Universum mit reinzunehmen. Stimmt. Ja, sag mal, glaubst du, Ant-Man wird so eine relevante Rolle spielen? Ich habe jetzt gelesen, dass Ant-Man auf jeden Fall auch schon eine relativ relevante Rolle in Civil War spielen wird, denn Kevin Feige hat jetzt gesagt, dass nicht wie sonst Avengers praktisch die Phase abschließt, sondern jetzt schließt halt tatsächlich Ant-Man die Phase 2 ab. Das war wohl nicht wirklich bekannt nach außen, sondern weil das ist jetzt wirklich der letzte Phase 2-Film. Und dadurch, dass in dem Film diese Technologie der PIM-Particles eingeführt wird und dass da auch viel Hightech-Kram gemauschelt wird, soll das wohl auch einen großen Einfluss auf Civil War haben. Und Ant-Man ist ja auch, Paul Rudd hat jetzt seine Szenen für Civil War auch gedreht. Okay. Seine Szenen für Civil War gedreht. Also auf dem Set mit Captain America und Tony Stark. Also er hat mit denen zusammen schon gedreht. Ja, naja, gut. Was hatten wir jetzt noch an News? Ja, hier, es gibt ein uraltes Drehbuch von Stanley Kubrick, das The Downslope heißt. Das ist ein Bürgerkriegsdrama, das spielt irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts und es geht wohl um die Auseinandersetzung zwischen einem Unionsgeneral, George Armstrong Custer, und den Konföderierten um Colonel John Singleton Mosby. Und die beiden, also deren Fehde quasi soll ja wohl dargestellt werden. Und nach 60 Jahren quasi wird dieses Drehbuch jetzt nun verfilmt. Kubrick hatte da schon lange für gearbeitet. Und wenn man sich ein bisschen mit Kubrick auseinandergesetzt hat und ein bisschen weiß, wie dieser Mann gearbeitet hat, das war halt allein von der Vorbereitung war das so eine Akribie, die der da an den Tag gelegt hat und wirklich so eine, ja, fast schon besessene Kleinstarbeit da geleistet hat. Also dementsprechend ist es halt nie dazu gekommen, dass dieses Drehbuch verfilmt worden ist. Und jetzt, ja, Mark Foster, Quantum of Solace, World War Z, Regisseur Mark Foster. Oder Wenn Träume fliegen lernen und Stay, um mal zwei bessere Filme zu nennen. Ja, du sagst schon, um bessere Filme zu nennen, ist natürlich die Frage, hat dieser Mann das Zeug dazu, Stanley Kubrick-Material umzusetzen? Und die andere Frage ist für mich, welche Maßstäbe setzt man da an? Weil ja. Stanley Kubrick ist nun mal Stanley Kubrick und seine Filme waren so gut, weil er das geschrieben hat und weil er das dann auch, weil er Regisseur war. Wenn jetzt jemand praktisch dieses, seine Gedankenwelt, an denen er dann, wie du sagst, ja auch schon lange gearbeitet hat, nimmt und die versucht, in einen Film umzusetzen, zeigt sich ja eigentlich nur daran, oder dann wird der Mark Foster sich praktisch an seinem Handwerk messen lassen müssen. Ja, das ist natürlich hart, ne? Also du hast ein Drehbuch von Kubrick und dann kommst du daher und dann sollst du das verfilmen und die Erwartungshaltung und der Druck, sag ich mal, ich meine, schlimmer kann es fast nicht kommen. Weil richtig, aber es scheinbar, das können wir jetzt ja nicht sagen, aber vielleicht ging dieses Drehbuch ja auch durch andere Hände schon. Gut. Und vielleicht hat jemand, der ein besserer Regisseur ist, nehmen, sagen wir jetzt einfach mal ein Spielberg oder Nolan, ich schmeiße jetzt einfach mal Namen in den Raum, dass die vielleicht gesagt haben, oh, das ist ein Drehbuch von Stanley Kubrick, das mache ich einfach nicht, weil das ist Kubrick und das fasse ich einfach nicht an. So, das traue ich mir entweder nicht zu. Da ist der Respekt vielleicht zu hoch. Ja, und dann, es ist die Frage, ey, wenn er meint, er kann das machen und er hat das Zeug dazu, kann das gerne versuchen, aber sowas finde ich dann immer, ich will es nicht Sakrileg nennen, aber na gut, Spielberg hat ja auch AI zu Ende gebracht, was jetzt nicht unbedingt schlecht war, aber auch nicht nur von Vorteil so. Ne? Also ich mag AI eigentlich schon. Ich finde das Pinocchio-Ende ein bisschen zu cheesy und zu niedlich und also entgegengesetzt der, sag ich mal, wirklich kalten Momente, die Spielberg da ja auch in diesem Film inszeniert. Und auch wirklich am Anfang, ja, also wirklich, wenn der Junge aus dem Koma erwacht und sich dann quasi mit Hale Joel Osment da auseinandersetzen muss, das fand ich schon teilweise richtig fies, dieses kleine Dreckskind. Mhm. So, ja, und da tat mir halt auch der Roboter oder der Android, der tat mir halt echt leid, so, ja, und das fand ich cool, das hat gepasst. Später, wie gesagt, das war mir dann irgendwie ein bisschen zu märchenhaft, was Spielberg dann daraus gemacht hat.
Herr Foster, ich weiß es nicht. Es gibt einen Film von Herrn Foster, den mag ich wirklich. Stay. Den finde ich richtig, richtig gut. Der ist mit Ryan Gosling, soweit ich weiß, und Hugh McGregor. Und den finde ich wirklich, den habe ich echt sehr gern geguckt und ich war danach auch sehr angetan. So. Vieles, was er jetzt in letzter Zeit gemacht hat, war nicht mehr mein Fall. Die Frage ist jetzt natürlich auch, sollte es sich bei The Downslope um großartige Action-Set-Pieces handeln, habe ich ein bisschen Angst. Geht es jetzt halt wirklich um so ein, so ein Duell, sage ich jetzt mal, auf breiter historischer Ebene. Könnte ich mir schon wieder vorstellen, dass es irgendwie funktionieren könnte. Das Ganze ist wohl als Dreiteiler angesetzt. ja, man versucht, glaube ich, Kasse mit dem Namen zu machen, wo es dann halt geht. Ne? Aber ich bin jetzt nicht abgeneigt, aber ich verfalle auch nicht in absolute Euphorie ob des verpflichteten Regisseurs. So, was hatten wir denn noch für News? Tom Holland ist der neue Spider-Man. Und wo du ja gesagt hast, das ist ja eigentlich. Ich fand's nur gut, weil er auf seinem Instagram-Account, das wurde geteilt, einige Bilder von sich hat, wie er leichte Parkour-Übungen macht. Er steht halt auf der Terrasse, auf seiner Terrasse und macht dort von der Kante Rückwärts-Salti, macht Vorwärts-Salti mit Flips und sowas, Seitwärts-Salti. Also er hat scheinbar ein gewisses akrobatisches Gefühl in seinem Körper. Also er bringt eine gewisse Beweglichkeit und Akrobatik mit in diese Rolle. Ja. Was ja erstmal für einen Spider-Man nicht verkehrt ist. Man kann daraus, wenn er sagt, okay, ich habe Bock, ein paar Sachen selber zu machen, ohne Stunt-Double, meinetwegen von der Motorhaube eines Taxis einen Frontflip zu machen, kann ich mir vorstellen, dass er das dann selber macht. Das ist natürlich für einen Close-Up-Shot. Du weißt nie, wer unter dem Kostüm ist, aber wenn er vielleicht was ohne Kostüm macht, wobei ich das ja nicht glaube, weil es ja auch in dem Spider-Man-Film keine Origin-Story geben wird, sondern Spider-Man ist halt schon Spider-Man. Aber ich meine, der Typ ist doch, ist der jetzt älter oder jünger als Andrew Garfield? Jünger. Also, jünger. Ich glaube, der wird so um die 15, 16 sein Highschool, wird Spider-Man spielen. Ja, aber wie willst du denn dann Spider-Man quasi einfach fortführen, wenn er in der Highschool ist? Nee, ich glaube, die werden das durch eine Montage machen. Die werden am Anfang Spider-Man-Film sagen, und mein Name ist Peter Parker, zu Beginn meiner Highschool war ich bei einem Experiment und wurde von der Spinne gebissen und seitdem bin ich als die freundliche Spinne, oder vielleicht, ich bin ja dafür, dass sie tatsächlich Spectacular Spider-Man umsetzen. Sehr geile Cartoon-Serie, Spectacular Spider-Man. Ich sehr gut. Guck ab und zu die beste, hört man hier von allen. Ist tatsächlich so, die war wirklich gut. Ich gucke ja ab und zu mal so ein bisschen durch die Kinderprogramme durch, ne, um auch so mal zu gucken, worauf ich mich vorbereiten muss, falls mein Sohn mal anfängt, irgendwie sich für solche Sachen zu interessieren. Und dann sieht man morgens immer mehrere, also ich kenne jetzt so 3-4 Spider-Man-Serien. Ich weiß nicht, welche Spectacular ist. Ich weiß, es gibt eine, die ist so Anime-artig. Kann es vergessen, dass Ultimate Spider-Man dachte, wo das Spectacular von Disney abgeht. Richtig, genau. Okay. Ultimate Spider-Man ist echt nicht gut. Da sind auch so richtig viele blöde Sprüche dabei, ne? Ja, und so Fourth Wall Humor und so. Genau. Ja, das habe ich gesehen und war ein bisschen irritiert, ja. Ob des, sag ich mal, Anime-Stils, den sie da drauf geklatscht haben. Ich muss aber zugeben, bei dem einen oder anderen Spruch habe ich doch gelacht. Die hat einige Witze dann, aber wenn du mal Spectacular Spider-Man reinschaust, die hat halt so einen gewissen Scham gehabt, dass sie die Probleme von Jugendlichen halt tatsächlich in dieser Serie verbaut hat, ohne dass sie lächerlich wurden. Also da geht es halt auch um Beziehungen und so Hausaufgabenkram und so ein Kram. Wie sieht der Spider-Man da aus? Ist er da so eher klein und hat so einen rundlicheren Kopf? Ja, weil ich finde, hat so ein Muttermal, glaube ich, hier irgendwo. Bei dem, und hat so eine Ledertasche irgendwie. Spider-Man hat im Kostüm eine Ledertasche? Nein, also, ach, du meinst im Kostüm, wie er da aussieht? Genau. Ja, da war also ein bisschen kleiner. Also mich würde der Zeichenstil interessieren, weil ich weiß halt bei diesem Ultimate, da ist es so Anime und dünn und schlaksig und dann sind die Augen auch riesengroß und so langgezogen. Ja, der ist ein bisschen kleiner in dem Spectacular. Ja. Alvin, wenn du mal im Laufe der Sendung einen Screenshot davon hast, würde mich das mal interessieren. Das Intro, wenn du das Intro runterlädst, weil da auch eine geile, die Intro-Musik ist auch geil. Das ist wirklich, also Spectacular Spider-Man, ich hoffe, dass sie sich daran orientieren, weil dann glaube ich, dass das einfach ein cooler, hatte ich nicht mit dir auch drüber gesprochen, wo wir über Hobbit geredet haben, dass ich mir wünschen würde, der Hobbit wäre mehr so ein Kinder-Fantasy-Film gewesen. Und ich hoffe, dass sie mit Spider-Man, die jetzigen Marvel-Filme sind ja alle zwar auch irgendwo in Richtung junges Publikum,
aber sie bieten noch irgendwo Erwachsenen-Action. Und ich würde mich vielleicht freuen, wenn man mit Spider-Man halt tatsächlich so einen Film, einen vernünftigen Film für eine Generation 6 bis 10 zum Beispiel auch machen würde, sodass dass die sagen, okay, das ist eigentlich wieder ein cooler Held, den ich mir im Kino angucken muss, ohne dass da zu viel Tamtam und Gewalt und sowas. Aber Tamtam, ne, also ich meine, die neuen also modernen Möglichkeiten des Kinos erlauben jetzt nun mal einer Figur wie Spider-Man deutlich besser rüberzukommen als zum Beispiel damals in den 70ern. Ja. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was willst du machen? Also willst du jetzt irgendwie den Netzschwinger für Kids inszenieren von 6, sage ich jetzt mal? Den kannst du jetzt auch nicht irgendwie das absolute Effekt-Bomb-Spektakel umbauen. Nee, das stimmt. Das reflektiere ich gerade selber. Aber und dann hast du halt das Problem, ne? Ich meine, du hast halt diese Figur, du hast die Möglichkeiten, diese Figur wirklich so fast wie im Comic quasi agieren zu lassen und erstrahlen zu lassen. Und dann verzichtest du darauf. Das ist, glaube ich, für Filmstudios nicht unbedingt das Beste. Nee, da hast du natürlich recht. Was ich meine, so Amazing Spider-Man 2 und 1, die waren mir halt zu sehr auf dieses Romantik-Ding, das war mir zu gepresst Hollywood-Romantik. Ja, nach dem ersten Teil habe ich aber gedacht, ey, das kann vielleicht funktionieren. Nach dem zweiten Teil war mir klar, okay, das funktioniert auf jeden Fall überhaupt nicht mehr, also es wird nicht mehr funktionieren, aber auch der zweite Teil begeht die gleiche Falle oder beziehungsweise tappt in die gleiche Falle, in die Sam Raimi auch im dritten Teil getappt ist. Zu viel. Ja, da frage ich mich auch, also was Sony da geritten hat. Ja. Dass sie es nicht kapiert haben, dass es einmal hat es nicht funktioniert und dann machen sie es nochmal und gehen dann auch so von der Vorlage wieder weg. Ich meine, du hast einen Goblin, der einfach nur lächerlich ist, aber hast halt das. Ah, ja, aber guck, genau den meine ich, diesen etwas rundlicheren Kopf von Spider-Man. Aber wir haben hier keinen Sound. Ja, ich glaube, das dürfen wir auch nicht. Ach so. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Serie, kann ich jedem nur empfehlen. Okay, Alvin auch. Ja, Tom Holland nochmal kurz, um da auf den jungen Mann einzugehen. Ich bin gespannt. Wer nicht genau weiß, wer Tom Holland ist, der hat unter anderem bei The Impossible einen Sohn von Hugh McGregor gespielt, oder den Sohn von Hugh McGregor. Impossible ist dieses Tsunami-Drama, was auch sehr heftige Szenen beinhaltet. Und da hat er seine Rolle sehr gut gespielt. Ja, das war echt gut. Für sein Alter. Für sein Alter auf jeden Fall. Ich meine, wirklich, keiner von uns kann sich in diese Lage reinversetzen oder beziehungsweise hat ein ähnliches Szenario schon, glaube ich, durchgemacht. Dementsprechend fand ich die Darstellung und halt auch so, wie es erzählt wurde, echt adäquat und ist auch teilweise echt hart. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die haben, ich glaube, ich habe mal Leute getroffen, die haben gesagt, nee, es konnten sich nicht zu Ende angucken, weil das ist ja auch zu nah an der Wahrheit dann halt dran, ne? Und auch vielleicht noch zu frisch. Und was ich nicht wusste, beziehungsweise was ich lustig fand, der Tom Holland hat auch bei Lock, No Turning Back, hieß er auf Deutsch, mitgespielt. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Ja, und ich meine, gut, in dem Film kann halt eigentlich keiner außer Tom Hardy mitspielen, weil der Film halt ja wirklich nur davon handelt, dass Tom Hardy im Auto sitzt. Aber der hat halt den Sohn gespielt, der mit dem Tom Hardy im Film telefoniert. Hm. Und da gibt's auch da gibt's einen Dialog, wo ich gedacht habe, oh, scheiße, ey, fies. So. Ja, ey, ich bin gespannt. Ich habe heute auch extra noch gelesen, es wird in Civil War wird's definitiv nur ein Cameo-Auftritt sein. Echt? Von Spider-Man? Ja. Echt? Und soweit ich das von Kevin Feige gelesen habe, ja. Nur ein Cameo-Auftritt? Ja gut, dann ist Civil War dem Untergang geweiht. Ja, tut mir leid, ey. Das, also ich finde, klar, mit allen großen Raumschiffen und Harrier-Stationen und was weiß ich, was sie da im Comic alles erzählen und so und auch mit diesen ganzen. Tut mir leid, als ich Civil War gelesen habe, ja, da war ich schon eine Zeit lang raus aus dem ganzen regulären oder wöchentlichen Comic-Zyklus. Und da waren ja Superhelden am Anfang dabei, von denen habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ja, also dementsprechend, egal, waren die mir auch so. Also er hat ja der Tom Holland. Das können die auch weglassen, meiner Meinung nach. Aber ich finde, Spider-Man ist ein absolut essentieller Posten in dieser Geschichte und der muss eigentlich da prominent drin vertreten sein. Okay. Ja, die haben ja mehrere von den jungen Schauspielern eingeflogen und haben sie geheime Screentests mit Robert Downey Jr. und Chris Evans machen lassen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich glaube, es wird halt nur zwei mögliche Szenen geben. Einmal ist halt tatsächlich, dass wenn am Ende sich irgendwie die Gruppierungen gegenüberstehen, dass er dann dabei ist in einem Kostüm und was sagen wird, oder dass er
zu Hause vor dem Fernseher irgendwie eine Pressemitteilung sieht, dass dieser Registration Act eingeführt wird, dass man ihn zu Hause sieht, wie er sich halt die Maske überzieht und aus dem Fenster rausspringt. Ich glaube, so in die Richtung wird die Szene, glaube ich, gehen. Finde ich schade. Also, weil wirklich, das wäre ja der ideale oder die ideale Figur, um genau das Dilemma da in Civil War irgendwie zu beschreiben. Tja, schade. Mit Tom Holland ist dann auch gleichzeitig noch ein neuer Regisseur irgendwie ins Rennen geschmissen worden. Wie heißt der? John Watts. Der soll jetzt das Franchise übernehmen. Hat er bisher irgendwie einen Film gehabt oder beziehungsweise hat jetzt gerade vor kurzem den ersten Film gehabt. Cop Car hieß der mit Kevin Bacon. Der soll erst rauskommen. Ich dachte, Clown. Der hat den bei Sundance präsentiert. Habe ich den Trailer zugesehen, fand ich ganz cool. Sah gut aus. Also da habe ich auch echt Bock drauf. Vor allem der Trailer hat so schön die Stimme. Ich dachte erst, okay, wird das irgendwie so ein zwei Jungs machen, so ein bisschen Scherze und auf einmal driftet der noch in so eine Richtung. Und dachte ich so, ui, ich musste hier und da hatte ich auch so ein Hitcher-Gefühl. Also das fand ich echt alles ganz cool. Dings hier, hat mich auch an Blue Ruin so ein bisschen gerne. Also können wir gerne mal gucken, also wenn wir den irgendwo. Ja, stimmt. Müssen wir auf jeden Fall in die Dings. Ja, dann wir müssen hier kurz mal zurande kommen. Amazon macht es jetzt gleich mit Netflix. Die haben jetzt auch ihren ersten Film gekauft. Die haben jetzt hier einen Film namens Elvis and Nixon für 4 Millionen Dollar irgendwie erworben und den dürfen die jetzt quasi rausbringen und in Erwägung ziehen. Und was weiß ich. Also das machen sie wie Nixon. Machen sie wie Netflix. Und es geht weiter. Ne? Also es geht... In diesem Film ist eine Komödie, geht es um das legendäre Treffen zwischen Elvis Presley und Richard Nixon im Weißen Haus, Weihnachten 1970. Nee, nicht. Ist eher so eine Komödie. Ja, aber ja, ich bin gespannt. Also, wer Amazon Prime besitzt, der wird sich freuen, sich das Ding vielleicht mal reinziehen. Netflix hat ja jetzt auch schon hier dieses No Nation mit Idris Elba und so weiter und so fort. Also, man sieht die Streaming-Dienste sind auf ernsthaften Kurs in Richtung Kinoangriff. Was ich zum einen ganz gut finde, wenn es wirklich Film eine Chance bietet oder eine Plattform bietet, die normalerweise nicht mehr ins Kino kommen, dann finde ich das vollkommen cool. Aber sollte jetzt irgendwann mal so ein richtiges Spektakel über Amazon ausschließlich oder über Netflix ausschließlich vorhanden sein, weiß ich nicht, ob ich das irgendwie gutheißen kann. Kommt immer drauf an, mit welcher Intention was dabei rauskommt, wenn man sich überlegt, was jetzt eben die Kritik auch zum Beispiel an Age of Ultron war, was die Verleihe da an Gebühren praktisch verlangt haben, finde ich es gar nicht so schlecht, dass es ein Gegengewicht gegen die großen Kinoverleihe. Ja, gibt. Aber auf der anderen Seite, ne, wie weit kann man die Spektakelschraube noch aufdrehen oder irgendwie mit großen, mehrere hundert Millionen Dollar teuren Blockbustern? Ich meine, gut, Jurassic Park hat es jetzt wieder bewiesen. Ne? Also ich meine, worüber mache ich mir Gedanken? Aber ich glaube, irgendwann ist die Blase erschöpft. Da wird dann auch das x-te Remake oder das x-te Sequel wird nicht mehr den Anforderungen gerecht, die halt irgendwie aufgewendet worden sind, um das Ding überhaupt erstmal ins Kino zu bringen. Weißt du, was ich meine? Also für mich war eine ganz große Warnung Amazing Spider-Man 2, weil der Film halt wirklich richtig viel gekostet hat, noch mehr in die Werbung gesteckt worden ist und dann halt gesagt worden ist, nee, wir brauchen unbedingt jetzt einen neuen. Ja. Dann eine ganz traurige Nachricht zum Schluss, mit der wir jetzt auch den ersten Teil hier quasi beenden wollen. James Horner, legendärer Filmkomponist, unter anderem verantwortlich für den Score und den Oscar-prämierten Song zu Titanic oder auch für Braveheart oder was war noch? Er hat Avatar hat er natürlich auch gemacht. Apollo 13 und so weiter und so fort. Wie gesagt, My Heart Will Go On wurde von ihm auch mitgeschrieben, hat er auch einen Oscar für bekommen. Der Mann ist bei einem Flugzeugabsturz in Santa Barbara gestorben. Er hat selbst das Flugzeug geflogen und hat den Absturz nicht überlebt. Was sehr schade ist. Der Mann war wirklich, hat ein paar denkwürdige Scores und Melodien geschrieben. Ich meine, Braveheart, ich muss mal echt mal sagen, ne? Also wenn du Braveheart hörst, du weißt sofort Bescheid, du hast sofort dieses Mindset, ne? Also du hast hier diese grünen Berge, Wälder, du hast Freiheit, du hast Mel Gibson mit dem blauen Gesicht, du hast die Gewalt, du hast aber auch die Romantik irgendwie mit Sophie Marceau oder halt seiner ersten Frau da in diesen Wäldchen.
Also, das ist ein Mann, der hat wirklich geschafft, also der meiner Meinung nach auch wirklich es verstanden hat, wie man Atmosphäre durch Musik in einen Film reinbringt oder beziehungsweise wie man die Atmosphäre eines Films durch Musik noch aufwertet, noch irgendwie verstärkt, noch verdichtet. Und vor allem einzigartig macht. Ja, also wenn du es schaffst, dass, dass ein Musikstück in einem Film so einzigartig ist und dass die Leute, sobald sie es hören, sich sofort an diesen Film erinnern, ja, dann steht dieses Musikstück ja nochmal einzeln für sich, sondern das ist dann wirklich ein Qualitätsmerkmal oder beziehungsweise ein Teil des Films, ohne dass der Film halt eben nicht der gute Film wäre, der sonst wäre. Und das ist dann natürlich schade, wenn so jemand dann von uns geht, so tragisch, und dass man weiß, dass der eben halt nicht mehr die Chance bekommt, sowas halt nochmal zu machen. Aber er hat ja, wie du ja auch schon sagst, er hat ja die Filmwelt bereichert mit einigen, ja, seiner Stücken. Also er geht auf jeden Fall mit ein paar Stücken hier von uns, die ihn halt auf sehr, sehr lange Zeit nicht vergessen, mhm, lassen werden. Hoffe ich. Und ich hoffe, das war auch richtig deutsch ausgedrückt. Ja. Tut mir leid. Ja, es ist schade. Ist schade, wirklich. Ich meine, und Titanic auch mal, ne? Man kann natürlich über den Scheiß-Song, kann man natürlich lästern, wie man will und so, aber stimm ihn irgendwo an und du wirst mindestens, ich sag mal, von 10 Personen wirst du mindestens 8 finden, die mitsingen können oder irgendwie spätestens beim Refrain anfangen zu grölen oder sonst irgendwas. Ja, auch mal vom Text abgesehen, sobald diese Flöte einsetzt, ja, denn dann gibt es so ein bisschen Gänsehaut, ob man eine Celine Dion mag oder nicht. Miriam, hä? My heart will go on? Ja, okay. My clock will go on. Ja. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Vielen Dank. Falls ihr, wie gesagt, sachdienliche Hinweise zum Verbleib von Etienne Gardet habt, wir haben gehört, als... Komm nach Hause, Eddie! Also die letzte Meldung, die hier gerade mir per Earplug irgendwie reingereicht wurde, ist, dass er gerade den Ärmelkanal einhändig durchschwimmt. Aber man weiß es nicht. Vielleicht ist er mittlerweile schon wieder trocken und irgendwo anders gelandet. Also wenn ihr irgendwas wisst, ja, wenn ihr irgendeine Idee haben könntet, wo Etienne Gardet sich gerade aufhält, lasst es uns wissen. Bis gleich.